Ja, nehmen Sie noch einen Augenblick Platz, liebe Gemeinde. Der Satz, den wir gerade gehört haben aus dem Evangelium nach Matthäus, die Engel der Kleinen, der Kinder sehen im Himmel stets das Angesicht des himmlischen Vaters. Dieser Satz ist der biblische Grund und der Anlass für eine besondere Verehrung der Schutzengel. Das geht auf diese Textstelle zurück. Die Verehrung und die Vorstellung der Schutzengel hat sich im Laufe der Kirchengeschichte entwickelt und aus den biblischen Texten sich ergeben. Ursprünglich ist dieser Gedenktag in Spanien gefeiert worden, daher kommt er. Und bis heute ist in vielen spanischen Ordensgemeinschaften und vor allen Dingen beim spanischen Militärbischof der heutige Tag ein Hochfest. Die feiern das ganz besonders. Von dort aus hat sich der Gedenktag der Schutzengel in die ganze Kirche ausgebreitet und seit dem Jahr 1902 ist der Gedenktag auf den 2. Oktober festgelegt, unmittelbar hinter dem Fest der Erzengel Gabriel, Michael und Raphael. Dieses Fest ist wesentlich älter als der Gedenktag der Schutzengel. Was kann man mitnehmen von diesem Gedenktag? Liebe Gemeinde, die kirchlichen Aussagen, auch die Aussagen der Schrift und der Väter über die Schutzengel sind sehr zurückhaltend. Da wird nicht genau erzählt, wie die sind und was die tun und wo die genau bei uns sind. Es wird so nur im Groben davon gesprochen, dass Gott uns immer nah ist und deswegen ein Engel, ein Teil der unsichtbaren Schöpfung, bei der sichtbaren Schöpfung bei uns Menschen mit dabei ist und uns begleitet und für uns da ist. Deswegen, liebe Gemeinde, vertrauen Sie darauf, die unsichtbare Wirklichkeit, die es ja gibt, wer wollte das leugnen, die ist nicht weit weg von uns, sondern wir sind davon umgeben und begleitet und das soll uns Mut und Hoffnung machen. Wenn Sie, ein anderes Beispiel, in Freundschaft und Liebe miteinander verbunden sind, dann können Sie die Liebe oder die Freundschaft nie sehen, die bleibt immer unsichtbar. Und trotzdem ist sie das Wichtigste und Wesentliche für die sichtbare Beziehung unter den Menschen. Also die unsichtbare Wirklichkeit hat eine Bedeutung für die sichtbare Welt. Und so ist das hier heute am Tag der Schutzengel gedacht. Darum, liebe Gemeinde, gehen Sie in den Tag, in dem Vertrauen darauf, da ist jemand bei mir. Gott sendet seinen Engel, damit ich auf meinem Weg nach vorne komme, behütet bin und unter seinem Segen stehe. Das heißt dann nicht, dass ich alles tun kann, was ich will, und mir passiert nichts. Gottes Schutz und sein Segen und der Schutzengel nehmen uns nicht unsere Verantwortung, die wir haben. Aber unter allem, so wie ein Fangnetz, das uns auffängt, da ist es wichtig, darauf zu vertrauen, dass Gott uns begleitet durch seine Engel, jeden Einzelnen von uns, weil er uns alle liebt und keinen verloren gibt. Amen.